Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Und heute geht es um Lumina 4, denn heute kommt ein neuer Videokurs von mir raus. Und zwar natürlich zu Lumina 4. Das gesamte Programm wird vorgestellt. Das ist eigentlich genauso wie meine anderen Videokurse zum Thema Lightroom und Photoshop auch. Wir gehen also in das Programm rein. Ich stelle dir das komplette Programm vor. Ich zeige dir, wie man seine Bilder in Lumina 4 verwalten, bearbeiten und auch exportieren kann und so weiter. Ich zeige dir meine kompletten Workflows. Ich zeige dir viele Tipps und Tricks. Und all das kannst du jetzt ab sofort auf meinem Online-Store finden. In diesem Video möchte ich dir jetzt einen gratis Auszug aus diesem Videotraining geben. Du weißt ja vielleicht, dass man in Lumina 4 auch Himmel austauschen kann. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Allerdings gibt es immer dann ein Problem, wenn wir mit Spiegelungen arbeiten. Wenn wir also zum Beispiel ein Foto haben mit einer Wasserspiegelung, dann wird der Himmel natürlich nur oben über dem Horizont ausgetauscht, aber unten fehlt er nach wie vor. Das ist natürlich ein Problem und ich zeige dir in diesem Video, wie du dieses Problem umgehen kannst. Und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Falls du das Programm noch nicht hast, aber Interesse daran hast, dann kannst du auch nochmal unten in die Videobeschreibung gucken. Dort findest du einen Link, wo man das Ganze bestellen kann. Ansonsten würde ich mich auch nochmal darüber freuen, wenn du auf meinem Instagram-Kanal vorbeischauen würdest. Ich habe ja, wie gesagt, diese Challenge mit den 10.000 bis zum Jahresende. Im Moment bin ich auf einem sehr, sehr guten Weg. Also vielen Dank dafür, für euren Support. Das könnt ihr gerne weiterhin tun. Stefan Schäfer 90 heißt auf Instagram. Ich poste alle 2 Tage ein neues Foto und freue mich, wie gesagt, sehr über euren Support. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Video, wie man in Lumina den Himmel auch mit Spiegelungen richtig ersetzen kann. Jetzt möchte ich noch mal etwas genauer auf den Himmel-Ersetzen-Filter eingehen, denn es gibt natürlich ja sehr einfache Fotos, wo man das sehr, sehr einfach machen kann. Es gibt aber auch natürlich Fotos, wo das Ganze ja nicht hundertprozentig funktioniert. Und ich zeige dir jetzt einfach mal den Grund dafür. Ich habe jetzt hier mir mal ein Bild rausgesucht aus Dubai. Das ist auch schon 2 oder 3 Jahre her, dass ich das dort geschossen habe. Inzwischen sieht diese Skyline schon wieder komplett anders aus. Das ist auch extra nochmal ein Bild, wo wir hier schön viele Krähen und so weiter drin haben, was die Maskierung extrem schwer macht. Und da kannst du dann auch nochmal sehen, wie gut diese Maskierung, diese automatische Maskierung von Lumina funktioniert. Das Problem an diesem Bild ist, wir müssen nicht nur den Himmel hier oben ersetzen, sondern wir haben ja auch eine Spiegelung hier drin. Und Lumina erkennt nicht automatisch, dass wir hier auch eine Spiegelung einbauen müssen. Dementsprechend müssen wir diese Spiegelung selber nachbauen. Und dafür ist es ganz wichtig, wenn ich jetzt hier in die Himmelsauswahl reingehe, dass ich mir einen eigenen Himmel hier aussuche. Das heißt, ich kann jetzt nicht hierher gehen und diese vorgefertigten Himmel hier mir aussuchen, sondern ich müsste ein benutzerdefiniertes Himmelbild laden. Du wirst bestimmt schon gesehen haben, dass auch ein kleiner Ordner noch mit dabei ist bei diesem ganzen Download-Paket von diesem Videotraining, wo ich dir ein paar Himmel mit dazu gegeben habe, als kleinen Bonus quasi noch dafür, dass du dieses Videotraining gekauft hast. Und dort wirst du einige Himmel finden, die auch jetzt hier mit dabei sind. Ich nehme jetzt hier einfach mal einen von diesen Himmeln, die ich hier aus meiner Bibliothek habe und füge den jetzt hier einfach mal in dieses Bild ein. Es dauert ein paar Sekunden. Und das Ganze funktioniert schon relativ gut, außer hier oben an dem Burj Khalifa, an dem höchsten Gebäude der Welt. Da wird das Ganze so ein bisschen rausmaskiert, aber kein Problem. Das können wir hier gleich noch beheben, dieses Problem. Ich werde jetzt hier als erstes mal mit Sky Global und Sky Local hier gucken, dass wir diese Lücken hier unten am Horizont noch so ein bisschen schließen. Denn da haben wir noch so ein paar ja, kleine Lücken, die noch offen sind. Ich würde insgesamt die Position des Horizonts wahrscheinlich ein kleines bisschen weiter nach unten schieben. Ja, dann sind diese Lücken nämlich auch beseitigt. Und jetzt haben wir nur noch das Problem hier oben, dass wir hier diesen Burj Khalifa haben, der so ein bisschen ausmaskiert ist. Deswegen nehme ich jetzt hier mal Lücken schließen und bringe das mal weiter nach oben. Und dann siehst du auch, wie der Burj Khalifa hier wieder vollständig zu sehen ist. Okay, das hat schon mal sehr gut funktioniert. Ich würde jetzt vielleicht insgesamt noch so ein bisschen Relight Senior reinpacken. Das bedeutet, das gesamte Bild wird so ein bisschen von der Belichtung und von der Farbstimmung auch angepasst auf den Himmel, den wir jetzt hier neu eingefügt haben. Und das Ganze sieht dadurch einfach wesentlich realistischer aus. Ich kann jetzt hier auch nochmal gucken, Himmelstemperatur, aber ich denke mal, die werde ich jetzt hier erstmal so lassen. Die Belichtung des Himmels ist auch okay. Und jetzt müssen wir uns darum kümmern, dass wir hier diesen Himmel natürlich auch als Spiegelung hier unten reinbekommen. Weil ansonsten wirkt das Ganze jetzt gerade ein bisschen unrealistisch. Alles, was ich jetzt dafür tun muss, ist eine neue Ebene erstellen. Diese neue Ebene kann ich hier oben erstellen, indem ich jetzt hier einmal auf das Ebenensymbol klicke. Plus. Und ich möchte eine neue Bildebene einfügen. Und jetzt muss ich genau den gleichen Himmel, den ich gerade eben schon mal eingefügt habe, nochmal einfügen. Der wird jetzt hier auf eine neue Ebene gebracht.
Und der erstreckt sich jetzt erstmal auf das gesamte Bild. Das ist natürlich nicht das, was wir wollen, aber das können wir jetzt hier noch bearbeiten. Ich muss hier nur einmal auf Ebene umwandeln klicken und dann spiegel ich dieses Bild hier einmal, so dass wir jetzt das Ganze einmal komplett umgedreht haben. Und jetzt ziehe ich mir den hier so ungefähr hin, wie ich das brauche. Ich mache ihn noch ein kleines bisschen breiter, dass wir hier rechts und links keine Kanten drin haben. Und ich ziehe den so ein bisschen über den Horizont rüber, weil wir hier natürlich auch den Horizont so ein bisschen verschwinden haben lassen. Von daher wollen wir die perfekte Spiegelung haben. Ich denke mal, so passt es schon ganz gut. Und dann klicke ich hier einmal auf Fertig. Und was wir jetzt nur noch machen müssen, ist das Ganze so ein bisschen zu maskieren. Ne? Also dieser Himmel, der darf jetzt natürlich hier nicht überall sein. Das Erste, was ich mal machen möchte, ist den Mischmodus hier von Normal entweder auf Ineinander kopieren oder weiches Licht zu stellen. Ich gucke mal, was besser aussieht. Ich glaube fast, dass Ineinander kopieren hier an dieser Stelle besser aussieht. Und was ich jetzt nur noch machen muss, ich muss diese Kanten hier quasi ausmaskieren, damit man das nicht mehr so sieht, dass dieser Himmel hier drin ist. Das werde ich jetzt einfach tun. Maske bearbeiten mit einem Pinsel. Und dann stelle ich mir hier den Pinsel entsprechend ein. Ich möchte mit dem Pinsel erstmal hier reinmalen. Bedeutet, dass ich jetzt erstmal die komplette Maske schwarz mache. Also das wird alles erstmal unsichtbar, hier dieser ganze Himmel. Und ich male mir jetzt den Himmel dort dann wieder rein, wo ich ihn brauche. Die Pinselgröße von 100 ist erstmal okay, aber die weiche Kante, die möchte ich hier erstmal so ein bisschen runterstellen. Ich möchte hier so 10% vielleicht drin haben. Denn ich werde jetzt hier als erstes mal an dieser Kante entlang malen. Und wenn ich jetzt hier lang male, dann siehst du, dass hier erstmal dieser komplette Himmel ausgeblendet wurde und der wird jetzt wieder dort eingefügt, wo ich quasi lang male. Und deswegen wollte ich jetzt auch eine sehr harte Kante drin haben, keine weiche Kante, weil wir jetzt hier auch eine sehr harte Kante in diesem Becken drin haben. Und damit das Ganze dann am Ende realistisch aussieht, male ich das auch mit einer relativ harten Kante hier erstmal rein. So, jetzt kann ich hier unten lang. Hier unten haben wir noch so ein kleines bisschen Vordergrund. Den will ich natürlich auch nicht mitmaskieren. Und jetzt male ich mir das Ganze hier erstmal so rein. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Ich kann übrigens hier oben auch einmal, wenn ich maskiere gerade, kann ich mir die Maske hier nochmal so anzeigen lassen. Dann kann ich auch genau kontrollieren, wo ich schon maskiert habe und ob ich vielleicht irgendwo ein kleines Feld freigelassen habe. Das sieht aber hier alles sehr, sehr gut aus. So ein kleines bisschen kann man hier noch mit reinmalen. Und dann nehme ich das Augensymbol hier erstmal wieder raus. Was mir jetzt nicht ganz so gut gefällt, ist die Tatsache, dass wir jetzt hier natürlich diese Himmelsstruktur auch über die Spiegelung von den Gebäuden haben. Deswegen würde ich jetzt tatsächlich hier nochmal das Ganze rausradieren. Die Größe des Pinsels mache ich jetzt hier entsprechend kleiner. Und dann kann ich hier auch mit einer relativ harten Kante das Ganze hier nochmal so ein bisschen rausradieren. Da, wo ich jetzt die Himmelsspiegelung also im Endeffekt nicht brauche. Denn natürlich, die Himmelsspiegelung darf nicht über den Gebäuden liegen, weil die werden natürlich dort dann anders gespiegelt. So, dann male ich das jetzt hier nochmal. Hier muss ich nämlich nochmal ein bisschen zurück. Hier habe ich jetzt ein bisschen zu viel gemalt. Da werde ich jetzt hier den Pinsel nochmal ein bisschen kleiner machen. So. Ja, so sieht das doch schon ganz gut aus. Und ich glaube auch, dass ich insgesamt die Deckkraft von dieser Ebene jetzt ein bisschen runterstelle, weil so ganz so doll soll diese Spiegelung natürlich nicht sein. Ich denke mal, so 50% ist okay. Und jetzt male ich das hier entsprechend dann noch wieder an den Gebäuden hier raus. Hier muss es ein bisschen raus, hier muss es noch ein bisschen raus. Ah, hier war es wieder zu viel. Gehen wir nochmal zurück. Es muss natürlich auch hier überall raus. Und jetzt können wir hier entsprechend dann den Pinsel noch mal ein bisschen größer machen. Dann male ich das hier noch mal raus. Es muss jetzt auch nicht super akkurat sein, weil diese Spiegelung ja natürlich auch gerade hier in den Gebäuden so ein bisschen verläuft. Also das ist jetzt nicht super dramatisch, wenn jetzt hier irgendwas nicht hundertprozentig stimmt. Und gerade jetzt hier für die Erklärung für das Video musst du ja auch das Ganze einfach nur verstehen, wie es gemeint ist. Von daher, wenn es jetzt hier nicht so hundertprozentig passt, ist das kein Problem. So, hier würde ich das tatsächlich aber wieder reinmalen an dieser Stelle, weil es sonst ein bisschen komisch aussieht. Und dann nehmen wir es hier nochmal so ein bisschen raus.
Ja, und dann passt das doch eigentlich schon ganz gut. Hier den Burj Khalifa, da muss ich noch mal ein bisschen ran. Hier nehme ich mir jetzt einen wirklich sehr kleinen Pinsel und male das dann hier noch mal entsprechend so ein bisschen rein. Jetzt können wir die Weichheit der Pinsel auch ein bisschen größer machen, damit jetzt hier dieser Übergang nicht mehr ganz so hart ist. Und schon sieht das Ganze doch schon relativ ansehnlich aus. Wenn ich jetzt hier mal einen Vorher-Nachher-Vergleich mache, ich bestätige das Ganze jetzt hier erstmal kurz, können ja jederzeit nochmal reingehen und diese Maske noch ein bisschen verfeinern. Aber so sah das Bild vorher aus, so sieht es jetzt aus. Und ich finde, da haben wir doch jetzt schon ein sehr, sehr gutes und realistisches Ergebnis bei rumbekommen. Hier, diese Gebäude müsste man jetzt theoretisch noch ausmaskieren. Und wenn ich jetzt hier weitere Anpassungen machen möchte, dann ist es ganz wichtig, dass ich mir das Ganze nochmal auf eine neue Ebene packe. Denn auf dieser Ebene habe ich jetzt hier eine Ebene Maske liegen und die Deckkraft dieser Ebene ist auch nur auf 50% gestellt. Das heißt, wenn du jetzt hier weitere Filter drüber legen willst, erstell dir einfach nochmal eine neue Bearbeitungsebene. Und diese ist dann auch wieder mit einer Deckkraft von 100% versehen. Und jetzt könnte ich zum Beispiel reingehen und noch mit dem Accent AI Filter hier so ein bisschen arbeiten und das Ganze hier noch entsprechend weiter aufwerten, dieses ganze Bild. Das sieht für mich gut aus. Ein bisschen Struktur hier vielleicht noch rein. Ja, jetzt muss man auch wieder aufpassen. Hier wird natürlich besonders viel Struktur jetzt auf das Wasser gelegt, weil das noch nicht so viel Struktur hat. Deswegen würde ich jetzt hier mit einer Verlaufsmaske arbeiten und das Ganze hier von oben nach unten so ein bisschen ausmaskieren, damit wir diese Ebene jetzt hier tatsächlich, beziehungsweise diesen Strukturfilter tatsächlich dann auch wirklich nur hier oben in den Gebäuden und in dem Himmel drin haben, aber nicht hier unten in dem Wasser, denn da brauche ich ihn nicht wirklich. So, dann klicke ich hier wieder auf Fertig und wir haben tatsächlich ein sehr, sehr schönes Ergebnis hier am Ende uns erzeugt. Ja, das sieht also wirklich gut aus. Ich kann jetzt natürlich nochmal hier in die Ebene reingehen und hier vielleicht auch nochmal meine Ebenenmaske nochmal ein bisschen bearbeiten. Denn wie gesagt, hier fehlt mir tatsächlich noch ein bisschen was ich noch wegradieren müsste. Deswegen gehe ich jetzt hier mit dem Pinsel nochmal rein, weiche Farbe und dann maskiere ich das hier an diesen Stellen noch ein bisschen aus, weil das fällt schon noch ein bisschen auf, dass hier tatsächlich der Himmel noch über den Gebäuden drüber liegt. So, wenn es mir gut gefällt, dann bin ich tatsächlich jetzt hier fertig mit diesem Bild. Dann kann ich hier auch meine Bearbeitungsebene wieder einblenden und jetzt hier nochmal ein kurzes Vorher-Nachher. So sah es vorher aus, so sieht es jetzt aus und wir haben aus einem total langweiligen Bild ein richtig schickes Foto gemacht, wie ich finde. Und ja, das ist möglich mit Lumina 4. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wie gesagt, wenn du Interesse an Lumina hast, einfach mal unten in der Videobeschreibung gucken. Und falls du Interesse an dem Videokurs dazu hast, auch unten in der Videobeschreibung gucken. Da ist auch der Link zu meinem Online-Store drin. Ich freue mich natürlich, wenn du Interesse daran hast. Ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Bearbeiten und Fotografieren. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich jetzt ciao und viel Spaß.